Meine Kolumne für die Du und Ich Ausgabe Februar, März 2014. Ich will kein It-Girl sein. Ich sage euch mal Folgendes. Ich hatte einen Stress. Furchtbar. Der Jahresanfang in Berlin ist ja immer stark unheilsgeschwängert. Warum? Ich sag's euch. Weil mir der Teufel mit seiner bösen Fratze jeden Januar dreckig ins Gesicht lacht. Ätzenden Schleim aus dem tiefsten Innern seines ausgezehrten Körpers rotzt und dabei versucht, richtig wichtig auszusehen. Denn es war Fashion Week. Und die kommt bei mir gleich nach Adolf Hitler. Berlins Schulenszene ist dann nämlich außer Rand und Band. Wer sich nicht sowieso schon auf Facebook selbst zum Model, Designer oder Eventmanager ernannt hat, wittert während der Fashion Week seine große Chance auf Beachtung. Und dieser sahnige Modekuchen, ja, der die erhoffte Befriedigung der eigenen Geltungssucht verspricht, wird jedes Jahr größer und klebriger. Und selbst das kleinste ergatterte Stückchen wird als orgastisches Festival des Styles zelebriert. In solchen Zeiten liebe ich Facebook. Im Großen und Ganzen ist meine Freundesliste ziemlich aufgeräumt. Ich gebe aber zu, dass ich manche Freunde nur deshalb noch nicht gelöscht habe, weil mich ihr dümmliches, armseliges Leben so wunderbar amüsiert. Da wird dann stolz ein VIP-Bändchen am Handgelenk gepostet oder man zeigt sich gleich Arm in Arm mit einem Semi-Prominenten. Davon hat Berlin nämlich auch sehr, sehr viele. Und so eine Fashion Week ist ein fantastischer Grund, die eigene Belanglosigkeit wegzutrinken. Auf der Schau irgendeines unbekannten Designers. Hier gibt es dann definitiv mehr rote Teppiche als Hundekacke auf den Gehsteigen. Nun, ich möchte mich nicht im Elfenbeinturm der Unschuld wähnen. Auch ich war hier und da auf einem Event anzutreffen. Das gehört als öffentliche Person nun mal zum Beruf, wie das Abwischen nach dem großen Geschäft. Es nervt, erleichtert mir das Leben aber ungemein. Außerdem brauche ich ja Stoff für meine Kolumnen. Mein absolutes Highlight war die Premiere der ersten Kollektion von Liliana Nova, besser bekannt als Ex-Matthäus. Der Ansturm im Felix, das ist sowas wie das P1 von Berlin, war durchaus überschaubar. Die Gäste überboten sich dafür mit Arroganz und zur Schau getragenen Statussymbolen. Auf solchen Events treffen sicherlich um die 100 Zentren des Universums direkt aufeinander. Astronomen hätten ihre helle Freude, die wurden aber leider nicht eingeladen. Schade. Man trank Champagner, sofern dies trotz wegoperierter Gesichter noch gelang, langweilte sich und hielt Ausschau nach der nächsten Kamera. Die Pressedichte war übrigens auch überschaubar. Lilianas Kollektion, laut Pressemitteilung, ein Traum aus Kaschmir, der in keinem It-Girl-Kleiderschrank fehlen darf, überzeugte mich sofort davon, kein It-Girl zu sein. Der Abend endete, wie er enden musste. Ich fuhr schnell in meine Stammkneipe, denn ich brauchte dringend echte Menschen in meiner Nähe. Ich habe ja folgende Theorie. Die Fashion Week produziert seelenlose Zombies, die sich ausschließlich an ihrer eigenen Herrlichkeit nähren. Je öfter ich dort verweile, desto länger muss ich abends duschen, mich von dieser unerträglichen Oberflächlichkeit reinwaschen, um dieses kalte, tote Gefühl von absolutem Desinteresse an anderen Menschen wegbrausen. Oh, unheimlich.